Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe es den ganzen Tag nicht geschafft zu filmen. Es war einfach zu viel los, ey. Und es war einfach alles viel zu anstrengend heute. Ja, ich bin jetzt zu Hause und mache Abendessen. Ganz relaxed, einfach nur einen Salat. Gestern waren wir ja zum Glück einkaufen, dass ich das heute erledigen konnte und heute dann auch vernünftig essen konnte. Ja. Und aber ich möchte euch nicht nur zeigen hier, wie ich einen Salat gemacht habe, weil das wäre ja ein bisschen langweilig für euch, sondern ich möchte euch auch etwas über die Don'ts erzählen, die ihr auf gar keinen Fall machen solltet, die absoluten No-Gos, um ein Sixpack zu bekommen. Ja, ich mache jetzt erstmal kurz hier mein Essen fertig und dann melde ich mich gleich bei euch. Ja, Leute, so. Für mich gibt es jetzt hier Abendessen. Entspannten Salat. Aber als allererstes erzähle ich euch jetzt was von den Don'ts, die ihr auf gar keinen Fall tun solltet, wenn ihr ein Sixpack haben wollt, vor allem nach 14 Tagen. Punkt Nummer 1. Keine Softdrinks. Das heißt, versucht zu vermeiden, dass ihr Getränke zu euch nehmt, die Kalorien haben. Es sind tote Kalorien, ihr müsst jede Menge Kalorien sparen und die könnt ihr später nicht mehr essen. Und gerade wenn ihr wenig Kalorien esst, dann habt ihr sowieso ein Problem, das Eiweiß zu decken, weil ihr ja nicht, ja, weil ihr ja eiweißreich essen müsst. Und wenn ihr dann so sinnlose tote Kalorien trinkt, habt ihr einfach überhaupt gar nichts davon. Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2 ist eigentlich ähnlich, es geht um Getränke. Alkohol. Alkohol bremst eure Fettverbrennung komplett. Euer Muskelaufbau, eure Fettverbrennung ist so lange eingestellt, bis das Gift Alkohol aus eurem Körper abgebaut ist. Das heißt, lasst es sein, in der Diät zu trinken. Ihr habt überhaupt nichts davon. Dazu, davon abgesehen, hat auch noch Alkohol ultra viele Kalorien und ihr habt einfach jede Menge Nachteile davon. Punkt Nummer 3. Lasst die Snacks weg. Ihr könnt keine Snacks gebrauchen. Ihr wollt so lange wie es geht in der Fettverbrennungsphase sein und könnt dann nicht zwischendrin irgendwie ja, die Fettverbrennungsphase unterbrechen, nur weil ihr einen kleinen Snack esst. Beschränkt euch auf die Hauptmahlzeiten. Ich mache es mit Intervallfasten. 17 Uhr esse ich das erste Mal. Vorher nichts, damit ich die ganze Zeit Fettverbrennung habe. Dann esse ich so gegen 17 Uhr und dann esse ich abends jetzt nochmal um die Uhrzeit. Wir haben jetzt 22 Uhr ungefähr. Esse ich dann nochmal. Und das war's. Und die restliche Zeit habe ich Fettverbrennung. Ja, Leute, heute war ein kurzes Video. Ich hatte einfach ultra wenig Zeit. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen geholfen. Und die kleinen Tipps könnt ihr für eure Diät, für euren Sixpack umsetzen. Bei mir wird langsam. Ich merke auf jeden Fall schon einen Unterschied. Aber ich werde ein bisschen flacher beim Training, ein bisschen schwächer. Aber naja, was soll's. Ich werde jetzt hier meinen Salat genießen als Abendessen. Ist ordentlich voll geworden. Könnt ihr, glaube ich, gar nicht sehen. Aber da wird man auf jeden Fall richtig gut satt. Dann geht man mit vollem Magen schlafen. Und alles ist gut. Ihr müsst nicht hungern. Alles easy. Wir sehen uns dann morgen wieder.